Hallo und herzlich willkommen bei Andreas Hobby. Jetzt gehen wir mal in die Planungsphase über. Ja, ich glaube vorweg, die wird nicht abgeschlossen sein, aber ich lasse euch mal teilhaben an so einem ersten Plan. Ja, vermutlich verwerfe ich den wieder, aber gucken wir uns das Ganze mal an. Also ich habe hier die Bluebrick-Software, benutze ich hier, um meine Anlage zu planen. Hier kann man verschiedene Layer nutzen. Ich habe jetzt hier mal ein paar Layer angelegt, um hier die Weichen zu kennzeichnen, die ich schalten möchte. Das sind also diese O's hier. Dann habe ich mir noch ein paar Infotexte belegt. Also hier habe ich zum Beispiel das Dachfenster. Das hier ist der Raum, also nur bis zu den Kacheln hier. Man sieht bei den gestrichelten Linien, das sind so Lineale. Ja, dann gehen wir mal Schicht für Schicht durch. Also im Prinzip haben wir hier, jetzt muss ich kurz gucken, drei Stockwerke quasi, also drei Ebenen. Hier oben plane ich so ein bisschen eine Stadt. Auch da bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, wie ich das mache. Wenn ihr seht, also ich mache einfach mal die Stadt weg und dann seht ihr, okay. Da gibt es also ein Gleis, das im Prinzip hier in die, ja, Moment, ich blende mal kurz das untere aus. Also das ist jetzt nur die obere Fahrebene. Und ich, ja, habe so ein bisschen vor, hier so eine Palisade zu machen. Ab dem Punkt zwei Straßenplatten oder zwei Grundplatten mit jeweils 32 Noppen auf eine obere Ebene zu setzen. Hier für den Bereich. Hier praktisch ja, zumachen oder hier zumindest einen kleinen Tunnel offen zu lassen und halt hier eine größere Aussparung zu lassen. Ich weiß nicht, ob das cool kommt. Es ist zumindest mal eine Idee, um hier ein Gleis zu verstecken. Man könnte die Idee noch weiterspinnen, indem dass man sagt, okay, wenn ich Steigung gewinnen will, könnte ich hier hinten schon in die Tiefe gehen irgendwo. Ja, muss man natürlich gucken, dass es unten mit der Strecke nicht kollidiert, aber dazu kommen wir dann gleich nochmal. Ja, wie sieht es weiter aus? Also hier ist der große Bahnhof mit Weichenvorfeld auf jeder Seite. Ich muss das ein bisschen kippen und habe hier nochmal eine Doppelkreuzungsweiche für ein Abstellgleis und hier habe ich in der Version Doppelkreuzungsweiche für hier meine Schiebebühne inklusive Lokschuppen. Ist ein bisschen zusammengestaucht. Geht sich hier aus. Problem hier ist, ich muss Platz lassen, um hier unten noch ein Gleis durchlaufen zu lassen. Aber auch das ist natürlich dem geschuldet, dass ich sage, ich möchte jetzt in der Höhe nicht allzu ja, hochgehen. Ja. Ich muss die Schiebebühne, ja, ungefähr drei Legosteine, also so grob 3 cm einlassen und müsste dann natürlich den ganzen Bahnhof 3 cm höher legen. Und ja, hätte aber auch einen Vorteil, dass man besser an den Schattenbahnhof kommt. Auch das ist noch nicht fest. Dann haben wir hier eine Brücke und eine zweigleisige Hauptstrecke. Also ich habe dieses Hauptgleis mal hier so rot gekennzeichnet, dass ich jederzeit sehen kann, ah, da laufen oben die Schienen entlang und komme dann hier wieder rein. Und habe in dem Plan die Möglichkeit, dass ich hier über den Bahnhof quasi unter der Stadt hinweg zweigleisig nach unten fahre und unten ist praktisch eine Wende. Ja. Jetzt blenden wir mal die untere Ebene ein. Ich komme dann also hier unten rein, fahre dann hier einmal einen Kreis rum, dass ich ein bisschen Fahrstrecke habe und gehe dann hier oben in meinen, jetzt blende ich die Stadtnummer aus, gehe dann hier oben in meinen Schattenbahnhof mit 5 Gleisen. Hier setze ich die R40-Radien ein, weil ich sage, naja, wenn ich hier unten einen Zug platziere, fahre ich schon ein bisschen langsamer. Auf der einen Seite brauche ich die einen Weichen hier sowieso nicht schaltbar machen. Und auf der anderen Seite ist dieses leider längste Gleis dann natürlich irgendwo das Durchfahrtsgleis. Ja, und dann kann ich letztlich auch, weil das alles R56-Radien hier sind, relativ zügig durchfahren. Jetzt muss ich gerade nochmal gucken, das müssten auch hier R56 sein, genau. Gut, hier habe ich sogar R72.
Also für die Hauptstrecken ist das minimale Gleis R56. Jetzt kommen wir mal letztlich zum Spielspaß. Also hier Rangiermöglichkeiten im Bahnhof plus Schiebebühne. Und hier quasi kommt mein Verladekran hin. Und ich hätte hier auf der oberen Ebene einen Güterbahnhof, nochmal ein kleiner, mit dem ich, dem man zum Beispiel, wo ich Kohlewagen nutzen könnte, um die Kohle hier runter zu kippen. Hier hinten haben wir nochmal ein kleines Gleis, um eine Lok abzukuppeln. Ja, Kupplungen gehen ja alles, muss alles von Hand passieren. Beziehungsweise müsste man sich eine Vorrichtung bauen. Das macht keinen Sinn. Gut, also hier in dem Umfeld könnte ich natürlich sagen, ich mache 8 Noppen Normalbreite, oder ich stückel halt hier im Endeffekt mit so ein paar beweglichen, wie heißen die 4 Noppen Breite oder lange Schienen, die beweglich sind, kann man hier irgendwas basteln. Ich mache gerade Fahrtests, ob diese R56 Radien, ich sag mal, tauglich sind. Ich sag mal hier, diese Weiche ist nettes Riesethema, aber kommt leider mal was dazu. Aber letztlich ist halt so, wenn hier mal ein Zug reinfährt, gut, ich weiß, es ist falsche Gleis, aber kommt gleich. Und hier fährt einer rein, über die rechtsfahrende Strecke hier rum. Das ist die Frage, ob das dann funktioniert. Und hier musste ich leider aufgrund Platzmangels auf R40 schalten oder auf R40 gehen. Ich habe, oder auch nicht, ich habe es jetzt in der Ebene irgendwie weggespart oder weggelassen, aber das wär im Prinzip hier, das habe ich jetzt irgendwie wieder rausgenommen, weiß gar nicht warum. Aber hier ist nochmal eine Weichenkombination, wo ich die Gleise wechseln kann, weil, wenn ein Zug hier auf der Strecke rechtzeitig fährt, dann fährt er ja hier rein und wenn ich dann hier runterfahren will, komme ich nicht mehr runter. Ja? Das heißt, ich muss dann die Weiche hier so schalten und fahre dann auf der Strecke irgendwo hier in das Gleis rein und mache dann hier mein Gleistausch quasi rein. Jetzt machen wir das mal kurz rein. Das ist ja jetzt auch kein Hexenwerk. Quasi einfach so ein Modul hier. Das habe ich ja auch da. Ich weiß gar nicht, wo ich das gerade hingepackt habe. Das habe ich wahrscheinlich gerade im diesem Bahnhof gerade verbaut. Ach, das habe ich hier hingepackt. Okay, dass ich auch beim Verladekran rüber kann, aber okay. Das ist natürlich eine Frage, ob man hier über die lange Strecke auf dem falschen Gleis fahren will. Ja, das erhöht natürlich den Nervenkitzel beim Fahren ein bisschen, aber das muss nicht sein, weil die Anlage soll ja schon ausgelegt sein, dass man hier mit vier Zügen gleichzeitig fahren kann. Gut. Also wie gesagt, das ist die eine Möglichkeit als Variante. Die anderen habe ich jetzt mal noch gar nicht so detailliert aufgebaut. Ich habe hier versucht oder mehrere Möglichkeiten gehabt. Packe ich den Verladebahnhof letztlich, packe ich das Ding hier auf die Seite. Da ist mir dann aber die Stütze im Weg. Packe ich es hier oben hin, dann komme ich zu weit nach unten mit der ganzen Schienenverlegung. Und letztlich ist auch noch eine größere Überlegung, ich deute es mal kurz an, ob ich nicht quasi, ich nehme einfach mal hier diesen Abzweig hier, ob ich nicht einfach sowas nutze wie hier und sage, Moment, da muss ich mal kurz umschalten, pack das so hin und fahre hier zweispurig raus und baue irgendwo hier oder hier noch eine Wendemöglichkeit ein, dass ich Züge wenden kann. Ich brauche dann ja eigentlich nur eine Wendemöglichkeit, wenn die Züge alle hier hochkommen, muss ich sie wenden können, dass ich auf das Gleis hier rüberkomme. Und dann kann ich sie wieder runterfahren. Also das wäre natürlich auch eine Möglichkeit.
Ich fand das hier eigentlich ganz elegant, hat aber auch den Nachteil, wenn ich von unten komme, kann ich praktisch meinen Bahnhof gar nicht richtig nutzen, ja. Oder ich stelle sie mal hier ab, ja. Ja. Aber das, ja, das ist halt auch so ein Ding. Also das ist noch eine Überlegung, die ich noch finalisieren muss. Also wie gesagt, eine Möglichkeit wäre, ich packe so ein Ding hin, dann ist natürlich klar, jetzt mit dem Lokschuppen hier nichts mehr. Und dann natürlich die Frage, wohin mit dem? Da hätte ich die Möglichkeit, dass ich sage, naja, komm, ich habe hier zum Sofa hier unten, hier ist übrigens der Tisch, den ich aus ja, IKEA-Tischen hier in dem Menü hier zusammengebastelt habe. Es gibt leider keinen passenden, dann kann man das da gruppieren und im Prinzip rumschieben, wie man es will. Ich habe mir hier übrigens auch, das ist so ein Kallax-Regal, 2x2er gebastelt. Wobei ich weiß noch gar nicht, ob ich die wirklich nutze. Ja. Ihr seht zum Beispiel, hier drunter gibt es keine Kallax-Regale, außer das eine hier, weil da einfach keine Schienen liegen in der unteren Ebene, wie ihr hier seht. Ich denke, ich baue den Bereich komplett aus Holzbauweise, Holzunterbau, und habe dann die Möglichkeit, dass ich da auch ein bisschen tiefer gehe wie hier. Das heißt, ich hätte dann den Vorteil, dass ich quasi den Bereich 2, 3 Zentimeter absenken könnte gegenüber denen und könnte hier in der Überleitung beziehungsweise hier einfach ein bisschen Gefälle reinmachen. Steigung reinmachen, sorry. Steigen reinmachen auf den Bereich, dass der dann höher liegt. Also zumindest mal die beiden Schienen. Könnte man dann auch vorstellen, dass man hier eine bisschen eine Brückenkonstruktion baut oder hier zumindest irgendwie Brücke. Ja, oder hier wahrscheinlich nicht. Hier wird es sich anbieten, dass man hier irgendwas Festes hat, wie hier noch ein Güterbahnhof und dann hier irgendwie Brücke. Weil da ja sowieso der Zug unten reinfährt. Ja, also das wäre die Möglichkeit quasi, also ich sag's mal so, Variante 1, so wie es hier ist. Variante 2, letztlich den Abzweig hierhin basteln, den Lokschuppen hier runter und hier komplett hier schon mal die Schräge loslaufen lassen. Dann könnte man hier auf 5 Meter kommen. Ich habe hier orange mal die Strecke eingezeichnet. Also hier komme ich locker auf meine 6 Meter Gefälle, die ich bräuchte, wenn ich mit nur einer Blade arbeiten möchte, um möglichst geringes Gefälle zu haben. Und wenn ich das Ganze hier auf der Ebene mache, bin ich auch hier interessanterweise noch nicht im Gefällenende da, sondern müsste dann noch locker bis hierher gehen. Und in beiden Fällen, oder hier, mein so sowieso nicht, wie es hier ist, aber wenn ich es halt von hier fallen lasse schon, reicht es halt immer noch nicht aus, dass ich hier schon auf der Ebene bin, wo ich hier in den Schattenbahnhof reinfahren kann. Und deswegen dachte ich letztlich, na, es bringt mir eigentlich nichts, wenn ich so mache. Auf der anderen Seite, wenn ich die Stadt sowieso ich sag mal, eine Etage höher haben möchte. Und ihr seht es ja hier schon, wenn hier die Straße ist und hier ist der Bahnhof, dann fragt man sich ja, Moment, wo ist denn jetzt das Bahnhofsgebäude? Und da müsste ich den Bahnhof quasi so ein bisschen drüber bauen, als Bahnhofshalle. Das wäre eine Option. Es wäre auch eine Option zu sagen, komm, lass die Stadt weg, aber nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Möchte schon ein bisschen Stadt haben. Dann wäre die Option zu sagen, na komm, dann baue die Stadt nur hier oben hin und mache hier einen großen Bahnhof hin. Lass hinten drunter die Gleise verfahren, lass es offen. Könnte man auch machen. Eine ganz andere Idee wäre, dass man sagt, naja, komm, ich kann ja auch, wenn man das einfach mal dreht hier beispielsweise, könnte man das durchaus auch duplizieren. Jetzt mal gucken. Oder wir gibt es das Ganze auch als, ja, gibt es auch so rum. Dann könnte man natürlich sagen, wir bauen es so auf. Also passt es natürlich nicht ganz, weil da gibt es keine zwei Wegenweichen hier. Aber man könnte durchaus, also ja, so und quer könnte man rauskommen. Und ich könnte es durchaus auch beispielsweise hier einbauen, dass ich sage,
Wir lassen die Brücke hier rüberlaufen. Also, ob sich das hier so ausgeht, weiß ich nicht, wahrscheinlich im Endeffekt nicht. Aber Prinzip, wo haben wir hier? Das ist der R56er Radius ja beispielsweise. Wenn wir den mal großzügig hier hinsetzen, grob, dann müsste man, ja, dann müsste man mit dem Abzweig hier enden. Also man bekommt locker hier so eine Abzweigung hin, wie ich sie hier auch hatte, in welche Richtung auch immer. Bedeutet halt, da gibt es immer einen Nachteil. Ich muss irgendwo mindestens eine Kehrschleife vorsehen, dass ich einen Zug drehen kann und das möchte ich auf jeden Fall haben. Und mit der Lösung hätte ich das halt so, dass er von hier oben der Zug hier runter fährt. Und da sage ich, das macht eigentlich für mich gar keinen Sinn. Zum einen ist dann die komplette Spielfläche auf der Seite durch die Rampe belegt. Ja, dann wird es mit dem Verladebahnhof oder Güterbahnhof nichts. Ja, dann, ich habe mal ein paar Versuche gemacht, ich kriege eigentlich gar nichts mehr hin dann. Ja, dann ist die komplette Insel hier zu. Man sieht auch hier, dass diese vier Spuren einiges an Platz wegnehmen. Und zumal ich ja hier hinten die Stadt eh hochsetze. Ja, was mache ich dann hier unten drunter? Ja, also da kann man natürlich schon Gleise hier komplett runterbollern. Ja, man könnte auch sagen, lass die zweite Ebene komplett weg. Möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte den Platz schon so nutzen, dass ich auch eine untere Etage habe. Ja, von dem her. Bietet sich das eigentlich an, dass man irgendwo von hier runter fährt. Ja, also ich werde mir jetzt nochmal Gedanken machen und das Ganze mal ohne den Lokschuppen hier planen. Dann kann ich natürlich hier mit den ganzen Schienen quasi hochrutschen. Und mal gucken, was sich dann ergibt. Dann wird sich dann natürlich ein bisschen geändertes Bild ergeben. Vielleicht schaffe ich es doch tatsächlich, dass ich mit einer Strecke hier reinkomme. Also zumindest mit der abfahrenden Strecke, da könnte ich ja durchaus sogar, also ich könnte es ja auch so machen, wenn ich mal nochmal kurz, Moment, lasst mich nochmal kurz die Strecken einzeichnen hier. Na, Lineal machen wir auch mal weg. Also im Prinzip ist es hier gedacht, dass die Strecken parallel auf der gleichen Höhe fallen oder jeweils steigen, wie man es auch nimmt. Und ich könnte es ja ohne Probleme so machen, dass ich sage, das ist ja das fallende Gleis, wo ich reinfahren möchte. Ja, letztlich mindestens mal bis hier. Bis hier fällt es auf jeden Fall, weil das nach der Weiche ist. Also, beziehungsweise könnte man es dann auch so machen und sagen, komm, wir machen das so. Also in dem Beispiel wäre es ja so. Und das kann man jetzt, das kopieren wir jetzt einfach mal ganz, ganz frech hier rüber. Das ist ja der Vorteil, dass das relativ einfach funktioniert. Schneiden das kurz aus und jetzt haben wir quasi die Strecke, wie sie hier wäre. Nicht ganz mit dem Radius, aber wäre jetzt hier grob die Strecke. Und da könnte ich jetzt sagen, naja, ich mache hier ein leichtes Gefälle rein bis hierhin und jetzt fahre ich mit dem Gleis, wo hier runter fährt, da fahre ich extrem schnell runter. Und schaffe es dann, dass ich hier quasi in den Schattenbahnhof komme. Vielleicht dann auch mit einem R56 Radius dann, oder auf jeden Fall mit einem R56 Radius bis hierhin. Und kann dann hier meinen Schattenbahnhof betreiben. Muss ich halt hier wieder zweispurig wegbleiben. Es hätte letztlich den Nachteil, dass ich entweder die Grundplatte hier verbreitern müsste, oder wenn wir hier nochmal gucken. Das ist halt der 56er Radius, könnte ich halt hier keine Dreierwegweiche einsetzen. Also ich könnte schon noch ein bisschen wegbleiben von der Wand. Wenn wir jetzt nochmal gucken, also weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Also wenn ich jetzt hier, also hier ist das untere Gleis. Wenn ich jetzt hier schon ein Gefälle habe, dann, na komm, wenn ich jetzt hier schon ein Gefälle habe, dann kann ich mit dem Gleis ja erst hier beginnen. Sonst kommen die ja ins Gehege. Und bedeutet, ich müsste hier rum, würde aber gehen und wäre im Prinzip so, dass ich quasi mit dem Gleis hier, wenn man das mal hier einzeichnet,
mit dem Gleis müsste ich im Prinzip arbeiten. Und wenn man da guckt, wo komme ich denn hier raus? Mit einem 56er Radius, das sind die Schienen hier. Da komme ich halt so raus und alles wieder einblenden. Und man sieht hier schon, dass ich halt ja, dann eine Tiefe hätte von der Anlage von 1, 2, 3, 4, 5 kompletten Blades und dann bin ich schon bei 1,25 m. Und dann trifft es langsam halt schon zu, was einer von euch als Kommentar geschrieben hat, ja, wie komme ich denn jetzt hinten an die Ecke ran? Und dann ist die Antwort von oben schlecht und von unten wird es auch schlecht laufen, wenn ich das hier am Ende zubaue. Ja, da müsste ich dann so arbeiten, dass ich sage, ich nehme eine ganze Grundblade hier raus, baue die von außen auf und schiebe das Ding dann rein. Ja, das geht natürlich auch. Wäre auch nicht die schlechteste Lösung. Hätte aber dann wieder das Problem, dass ich hier zur Türe hin weniger Platz habe. Also die Türe geht hier, also im Prinzip muss man, ja, das ist vielleicht auch ein bisschen. Es gibt hier leider keine Türen irgendwie und ich habe es nicht gefunden. Also die Tür ist hier, um es nochmal klar zu machen. Die Tür ist hier und die geht dann so auf. Und geplant war, dass die Türe ganz aufgeht. Ja, wenn ich mir so überlege, wäre es auch okay, dass man sagt, okay, die Tür geht halt bloß noch quasi bis hier auf und steht dann so im Raum drin. Da ist eh der Pfosten. Ja, da müsste ich halt die Tür wieder zumachen, wenn ich da reinlaufe. Ja. Oder ich ja, könnte mir auch dann vorstellen, dass wir sagen, wir fahren vom Bahnhof direkt hier runter und brauchen die Brücke gar nicht mehr. Das wäre dann auch möglich. Ja, also ja, wie gesagt, das ist noch nicht der letzte Plan. Es ist nur der erste. Und also den Tisch werde ich wahrscheinlich auch nicht einbauen, weil hier in der Insel, wie ihr seht, passt es ja überhaupt nicht rein. Hier wird er passen. Hier wird er sogar letztlich ziemlich gut passen. Allerdings wäre hier in der Front, da hätte ich eigentlich schon gern ja, irgendwo Kallax-Regale, um Zeug zu verstauen. Ja. Und wenn man das hier offen halten will, hier drunter, unter dem Schattenbahnhof, da wird es einigermaßen Sinn machen, um da hier vielleicht ein paar, keine Ahnung, Kisten, Umzugskartons hinzustellen. Ein Kallax-Regal wird da natürlich nicht mehr drunter passen, wenn ich es ein bisschen tiefer lege wie hier. Und ich habe ja auch, das ist hier mit den grünen Platten dargestellt, ich habe hier die Dachschräge, also bis hier kann ich noch auf einer oberen Ebene fahren, aber hier halt schon nimmer. Und da das schon eine ziemlich starke Schräge ist, von ja, so 40, ich weiß gar nicht genau, 42 Grad oder sowas. Oder sind es nur 32? Ne, ich glaube, das sind schon 40 Grad. Ist es hier auch in dem Plan, wo ich nochmal genau rausmessen muss, ob das mit der zweiten Schiene überhaupt geht. Also entgegen der Planung hier tendiere ich schon ein bisschen dazu, ich packe den Lokschuppen hier unten hin, mache da halt dann extra nochmal, also wenn man nochmal guckt, das Ding ist oder sind zwei Kallax-Regale letztlich. Die würden sich auch hier gut ansehen. Aber gut, ja. Also an der Stelle mache ich mal einen Break. Ich freue mich über einen oder anderen Kommentar von euch. Teilt mir doch mit, was ihr so favorisieren würdet. Vielleicht habe ich da nochmal eine gute Idee, wie ich das Ganze angehe und mache. Und ja, ansonsten wie immer, bleibt gesund, habt eine schöne Zeit und ich freue mich, wenn er wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Ciao.